we are back for Nerim. And I just realized something. This book you just gave us, sure wasn't translated. So that's good. Hi. Was im Namen der sieben Götter geht hier vor sich? Ah, Erzseraph Arasdor. Die linke Hand der Götter höchst selbst. Nun, wie soll ich sagen, ich erfülle nun gerade einen langgehegten Nice little dagger there. Niemand kann aus der Gefangenschaft der Lichtgeborenen entfliehen. Kehr zurück. Das ist kein Spiel, Arantia. Ich bin zu alt, um nur zu spielen. Und zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Ich werde mich euch nicht fügen. Damit besiegelt ihr euer Schicksal. Manchmal muss der Schicksalshand eben geführt werden. Ihr seid töricht. Denkt ihr, ihr könnt einfach so hier herausspazieren? Ist euch bewusst, was ihr da getan habt, Sterblicher? Naranthul Arantial hat gegen die göttliche Ordnung gehandelt. Er wurde nicht umsonst von den Göttern zu dieser Strafe verurteilt. Er hat einen Gott getötet, den Schöpfer und das Licht verraten, sowie eine hohe Zahl an Menschen ermordet. Er wurde im Konzil der Lichtgeborenen von 6 Göttern für schuldig befunden und muss diese Strafe bis an sein Lebensende verbüßen. Nun kommt ihr und befreit diesen Verräter von seinen Ketten? Damit habt ihr euch selbst zum Verräter der göttlichen real, Ordnung gemacht. Im Namen der Lichtgeborenen verurteile ich euch beide hiermit zum Tode, auf das eure Seelen Läuterung erfahren werden. Oh good, have fun killing me. Meine Hand vollstreckt. Oh, Jesus Christ, he's powerful. He's not as much of a pushover as what I was thought he was, anyway. Which is probably why they gave us Arantial help. But you're gonna die now. GG. Damit geht der letzte Erzseraph dahin. Ihr habt gut gekämpft. Doch nun verschwinden wir von hier. 1500 experience. Oh, I was gonna loot his body. But okay. Genau hier wollte ich hin. Wisst ihr, was dies für ein Ort ist? Hier. An dieser Stätte ruhen die Gebeine meiner geliebten Celara. Ganz gleich, was Arkt, dieser Narr in Stormwind, gesagt hat. Er ist schuld daran. Where the fuck are we? Okay. Dass ich sterben musste. Meine Celara. Ich sollte damals im Auftrag der Lichtgeborenen diesem zu Unrecht privilegierten Pack von Gaunern ein Artefakt namens Seelenschinder bergen. Ja, ihr hört richtig. Ich war den Göttlichen einst untertan, ebenso wie mein Vater. Ich diente ihnen. Und da sie den Seelenschinder begehrten, zog ich los, ihn zu finden. Celara kam mit mir. Doch die Lichtgeborenen vertrauen niemandem voll und ganz, der nicht zu ihrem heuchlerischen, erlauchten Reigen gehört. Und deshalb wurden wir vom damaligen Erzseraph Arkt begleitet. Arkt, der es nicht lassen konnte, mit Celara anzubandeln wie ein räudiger Köter, der ein Wesen edelster Natur begehrt. Als wir das Schwert Seelenschinder schließlich gefunden hatten und ich es in meinen Händen hielt, da eröffnete der Lump mir, was ich schon lange wusste und hatte mit ansehen müssen. Und Celara klammerte sich an ihn, diesen Unrat, bis mich der Zorn durchfuhr und ich die Klinge gegen meine Liebste erhob. Auch Arkt wollte ich bestrafen, doch konnte er feige entkommen. Wisst ihr, es klingt vielleicht merkwürdig, aber manchmal hasst man den Menschen am meisten, den man auch am meisten liebt. Denn er ist der Einzige, der einen wirklich verletzen kann. Und ich habe Celara am meisten geliebt. Wenn aus Liebe Schmerz wird, wandelt sich der Schmerz schnell zu loderndem Hass. Ihr könnt das nicht verstehen. Opfert man sich denen, auf die man liebt, wird es am Ende nur dazu führen, dass man die hasst, denen man sich aufgeopfert hat. Ich habe wohl einige Fehler in meinem Leben begangen, aber meine Liebste zu bestrafen, war der größte von allen. Ich habe die einzige Frau, die ich je liebte, zum Tode verurteilt. Seitdem ist Celaras Seele an jenes Schwert gebunden. Noch heute liegt es mit Sicherheit dort, wo ich es damals fallen ließ, als der Zorn sich legte und mir zu Bewusstsein kam, was ich an okay, die Klinge really wurde vom ersten Schattengott, dem ersten Tel Imaltat, geschmiedet
und ein Teil seines Geistes ist noch... Das ist auch der Grund, warum die Götter das Schwert haben wollten. Sie fürchten sich davor. Der Seelenschinder ist das Werkzeug des Tel-Imaltat, welcher der... Die Klinge liegt nicht weit von hier. Oh, ich darbe danach, sie wieder zu führen und mit dem Geist meiner Geliebten eins zu werden. Um das wieder gut zu machen, was ich ihr einst angetan habe. For myself the grave. This is a long time. Okay, great. Wait, where are you going? Moment. Spürt ihr das auch? What the? Oh. I don't know how they got here so fast, but okay. Hetzt uns seine Lakaien auf den Hals. Das war ja zu erwarten. Take. Baratheon! Dein kleines Attentat ist leider fehlgeschlagen. Aber ich wäre auch etwas enttäuscht gewesen, wenn du gar nichts unternommen hättest. Sei dir gewiss, dass es nicht mein letzter Versuch gewesen sein wird. Du bist eine Gefahr für Nerim und alle Menschen, die hier leben. Ich spüre doch, wie du vor Angst zitterst, weil du weißt, dass dies die letzten Tage deines Lebens sind. Deine Worte sind nur leere Hüllen. Schweigen. Genau diese Antwort habe ich erwartet. Eigentlich hatte ich vor, den Weg zum Tempel zu Fuß zu beschreiten, um meine ersten Schritte in Freiheit genießen zu können. Doch wenn uns nun alle Nase lang diese Stümper auflauern, können wir uns das sparen. Ich bringe uns in die Nähe des Tempels. There we go. I was gonna be like, okay, yep, that sure is a teleport to the temple. Uh-oh. What? Did he just, like, transform it? Oh, wait, we've been here, right? Yeah, the Soul Flare. Did he just change his armor? No, wait. What is scripting? Wait, no, wait. Damn it. Let's also repair our stuff, because I think it needs to be repaired. Shame we didn't get to loot the arch set off, but whatever. Los, folgt mir. Okay. Okay, that looks like you're gonna fall, but... As he smiles while we're going, like, down 15 billion miles per hour. Why do we always find ourselves right by the lava? Every time. Indeed. Ich war schon einmal hier. Die Gänge sind so angelegt, dass man nur zu zweit eine Chance hat bis zur Halle des Seelen. Danach sind wir aufeinander angewiesen. Wir müssen uns gegenseitig den Weg freimachen. Mit meiner Magie kann ich euch sagen... Okay. Nehmt den rechten Weg. Tell me to take the left. No. Can we actually go that way out of curiosity? No. Okay. Is there anything actually over there? Come on. Toggle flycam. Really? There actually is. I'll give them credit. I'll give them credit. Granted, it's not like lighted like it is here, but I'll give them credit. Hier ist eine verschlossene Tür. Schaut euch auf eurer Seite um. Exzellent. Ist dort irgendwo ein Schalter? Öffnet sich. Hier ist ein weiterer Schalter. Wartet kurz. Ich betätige ihn. Jetzt können wir beide weitergehen. Schaut hoch. Seht ihr mich? Nope. Seht euch den Raum genau an. Ihr müsst herausfinden, wie man den Mechanismus aktiviert, der die nächste Tür öffnet. Fuck. What's this? I don't know what that just did.
What is? Okay. Oh, I think I see what I have to do. I think. Turn right then. Or not, you know, either works for me. See if you work. Indeed. What? Okay. Let's see this then. I think we certainly want them all up. Per se. Oh, do we want this one? Nope. Oh, God. Okay, that wasn't what we wanted. Okay, I don't know why that's, What do we want, then? Can we do this again? Nope, we can't. Do we want this? I think? I don't know. Or do we want... not really sure. Where are you pointing? It's not even. Okay, so this definitely has to be pointed somewhere. I don't know what we're trying to activate, though. Are we trying to activate this? You know, this? That which is not solid? Like, what the heck? And we can't put it down. Can we put you down? No. Huh. Can't put you down either. Maybe. Does this help us at all? I don't know. No. Oh! Okay. Alright. Okay. Okay. So if we have one there. Maybe. Just maybe. Oh. What? I'll take it, but not really sure what I just did. Like, I mean, mine's open. Dort ist ein Schalter. Betätigt ihn, damit auch ich weitergehen kann. I'm still trying to figure out what that puzzle was. Can I go forward? I'm going forward. Stupid. I was wondering when we'd see one of those. Ah, Shrek. Oh, you don't like fire, do you? Okay. I'll know what to do then. Oh my God. I don't want any- oh God. Okay, yep, you guys can come in here. Smack, smackity smack. Smack, smackity smack. I wonder if Aranthial went through. Let's go find out.
Through the power of the console. Thank you, Dan. Yep, looks like he did. Okay, good. I was wondering to see if the script was triggered. I was hoping it was. Thankfully. Dieser Kristall sieht wichtig aus. Nehmt ihn besser an euch. In Ordnung, ich öffne euch die Tür. What door? This one? Or did we just come from here? I don't think we did. This seems as safe as it gets. Why Oblivion didn't like have any spiders. I don't think they did. Skyrim obviously did. They had the frostbite spiders. Which were annoying as fuck, but over there. I also know that trap all too well, Oblivion. You can't fool me. Let's see if we can push someone into it. No, go in. Was it not triggered by you? Hold on, I need you to die first before I tell Suzanne something. Okay. Hier auf meiner Seite ist auch solch ein Kristall. Ich nehme ihn mit. Great. Well. Ah, die große Kaverne. Bei euch müsste sich der erste Schalter befinden. Sehr gut, da ist die Brücke. Eine Sekunde, gleich könnt ihr weiter. Nun seid ihr wieder dran. Man, this is freaking bright. Oh. Okay. This is a neat dungeon design, though. But fuck is it bright, dude. I don't know what you said. It probably said stand on the lift. I heard lift. Diese Zugbrücken sind an einen Zeitschalter gebunden. Ich denke nicht, dass ihr schnell genug seid, um rechtzeitig rüberzukommen. Aber seht ihr dieses Gebilde dort an der Wand? Wenn ihr es aktiviert, indem ihr es mit einem Pfeil trefft, wird es euch hilfreich sein. Talking about this? I think I was fast enough. Wait, what? Did it just teleport me back? That's kind of stupid. I mean, if I'm fast enough, then you shouldn't... What am I trying to shoot at? I don't think you're fast enough, but even if you are, that sucks. Is this one I'm shooting at? Damn it. No timer.
me up, like, over here. I'm so confused. But I think... Oh, okay, it is invisible wall. Oh, or am I shooting at this? I'm being such a blind fuck, aren't I? Los, schnell jetzt! I sure am a blind son of a bitch. What? Wait, what? Do I need to shoot it again? Hold on, I'm gonna get those. I'm unbelievably confused. Because I get to the part, but then... Because I obviously hit it, he even triggered a dialogue script! Like, unless I'm missing something completely... see something real quick. Hold on, like, this is utterly confusing. So I come over here, right? Then I get that. But... what? I'm so confused! I don't understand this puzzle. So, I understand I hit that. But then what? Do I... Oh, maybe there's some down here? Hold on. I want to find out. Okay, fantastic. That's one. We obviously got that one. This is too... Whatever. I'll do this the rest of this tomorrow. Anyway, thank you all for watching.